Yo Leute und willkommen zurück zu Metroid Dread. Wir haben mittlerweile den White Beam und können damit so Türen aufmachen, die so drei Beschusspunkte haben. Und generell schießen wir in einem weiteren Feld. Wir haben auch zwischenzeitlich Dairon besucht. Da haben wir es, glaube ich, letztendlich auch herbekommen. Und ja, hier in Kataris haben wir auch mittlerweile den Emmy besiegt. Und schauen jetzt mal, wo uns unser neuer Schuss so hinbringt. Hier unten wollen wir lieber nicht rein, da ist ziemlich heiß, haben wir beim letzten Mal schon gesehen. Deswegen nehmen wir lieber das hier. Ach jo, und den Morphball haben wir ja auch mittlerweile, genau. Und können damit eigentlich sehr schön jetzt auch in die Gänge der Emmys rein und in solche Gänge. Danke, danke. Was haben wir hier? Missile Plus Container. Wow. Maximale Anzahl an Missiles um 10 erhöht. Nice. Von 29 auf 39. Und jetzt kommen wir auch zum ersten Mal hier hin, sehe ich gerade. Zu einem dieser Dinger, von dem wir nicht wissen, was es ist, was hier auf der Hauptmap auch als Raute dargestellt wird. Das heißt, das ist schon ein sehr besonderes Teilchen, was wir hier erreichen, denke ich mal. Sieht man auch daran, dass hier noch ein Missile Container Plus daneben liegt. Und hier unten ist auch nochmal ein Speicherraum. Ja, ich bin mal echt gespannt, was das ist. Wir stellen uns mal drauf. Es sind Schnellreisepunkte. Möchtest du dich mit Hilfe des Teleportals an einen anderen Ort begeben? Okay, nice. Okay, das macht das Backtracking ein bisschen einfacher. Weil man nicht nur durch die normalen Aufzüge gehen kann, sondern auch von den Rauten. Von Rot zu Rot, denke ich mal, von Gelb zu Gelb und von Blau zu Blau und von Lila zu Lila. Von Lila und Blau sehen wir bis jetzt nur eins. Okay, nice. Wir wollen auf jeden Fall mal hier speichern in diesem Raum. Und dann werden wir, denke ich, diesem Portal folgen. Es sei denn, es geht hier auch noch weiter. Aber bisher folgt mir ja doch einer mehr oder weniger festen Route. Und ich gehe mal davon aus, wenn man jetzt zu diesem Portal kommt, genau, hier ist auch erstmal Sackgasse, dann sollte man das auch mal nutzen und gucken, ja, danke, wie man da weiterkommt. Lasst mich doch mal in Ruhe. Wie viel Lebensenergie haben wir noch? 2 Container und 33. Ja, dann Leute, würde ich sagen, Teleport nach Artaria. Ja, bitte. Zeigt einem jetzt jedes Mal diese Animation auf der Karte, bevor man sich porten will und so. Schon geil, wie auch dieser Ladebildschirm wieder ruckelt und zuckelt. Egal, was für eine Animation abgespielt wird beim Laden. Sie ruckelt und zuckelt einfach vor sich hin. Hat so ein bisschen was von einer göttlichen Erscheinung, muss ich sagen. Diese Teleport-Animation. Ach so, da wir ja hier in Artaria. Wir haben da. Doch, wir sind hier dran vorbeigelaufen, aber wir konnten nicht hin. Weil wir aus dem Wasser. Ach, weil wir keinen Morphball hatten. Genau, wir konnten schon so hoch hüpfen. Aber wir hatten keinen Morphball. Ah, okay. Hier kommen wir auch nicht weiter. Also ich muss auch sagen, ich folge jetzt mal so ein bisschen grob dem Pfad durchs Spiel. Orientierungsmäßig bin ich so ein bisschen... Okay, man kann diese Viecher abschießen. So ein klein bisschen lost. Das ist halt beim ersten Durchspiel in solchen Spielen immer so, dass man echt keine Orientierung so richtig hat. Beim zweiten Mal sieht das schon ganz anders aus. Genauso wie bei Dark Souls und Bloodborne und sowas auch. Beim ersten Mal ist es auch einfach so schwierig, weil man so maximal orientierungslos ist und die Gebiete kommen einem alle so maximal riesig vor. Beim zweiten Mal durchspielen denkt man, so unübersichtlich ist es eigentlich gar nicht. Aber beim ersten Mal kommt einem das alles so vor. Okay, jetzt habe ich nämlich auch keine Ahnung, wo mich das Spiel hinführen will. Deswegen muss ich mal gucken, wo ich hier so weiterkomme. Auf jeden Fall nicht hier oben. Zack. So, mal wieder eine Speicherkammer. Dann speichern wir auch hier nochmal. Wenn man das Spiel übrigens mal komplett beendet und neu lädt und man hier rauskommt, dann kommt... Oh, jetzt... nochmal speichern wollte ich nicht. Dann kommt auch dieses...
dieser klassische Metroid-Sound, wenn sie halt irgendwo landet auf dem Planeten oder so. Ich kann ihn jetzt nicht vorsingen oder so. Den haben wir sonst bisher noch gar nicht im Spiel gehört, aber das ist auch so ein Signature-Sound für mich. Oh, noch ein Teil. Eine Energieeinheit, genau. 1 von 4 brauchen wir, um einen ganzen Container zu erhalten. So, hier unten sind wir schon mal hergegangen. Hier gehen wir jetzt auch erstmal nicht mehr hin. Da in dem Bauraum leuchtet was. Da könnte man mit Sicherheit auch noch was bekommen. Zugang verschlossen, aber das sparen wir uns jetzt auch. Na, wir gehen mal, ich denke mal, mit dem Container wollten sie einem, mit der Energieeinheit wollten sie einen ja auch hierher leiten. Deswegen folgen wir jetzt mal diesem Pfad hier und gucken mal, wo wir auskommen. Okay, überall kommen hier diese Viecher raus. Okay, wir müssen gar nicht da unten her. Ah, jetzt roll dich doch. Oh. Wollte auch sagen, jetzt rutsch doch mal hier durch, verdammte Axt. So, jetzt sind wir über dem Wasser. Und unten sind wir gerade nach links gegangen. Frag mich auch, was diese Dinger hier zu sagen haben. Erstmal gar nichts. Und jetzt wirbeln wir uns anscheinend so ein bisschen hier hoch. Ey, ich liebe dieses Spielgefühl, Leute. Wie sich jetzt hier in dem ersten Gebiet, wo wir als allererstes waren, wie sich jetzt hier weitere Gänge aufgetan haben. Ich liebe dieses Spielgefühl von Metroid einfach so sehr. Und noch eine neue Tür. Beziehungsweise irgendeine Art Schutzschild, was wir noch nicht kennen. Brauchen wahrscheinlich Mega-Missiles für oder so. Oh, da kommt auch noch was raus. Gar nicht gesehen. Wie kommt man da dran? Wahrscheinlich mit Morphball-Bomben oder so. Im Moment sehe ich auf jeden Fall keine Möglichkeit. Es reagiert noch nicht mal auf Raketenbeschuss. Vielleicht auch von unten. Weil normalerweise, selbst wenn hier so ein Boden wäre, wo man Morphbälle drauflegen könnte oder man drüber rennen könnte und der geht dann kaputt, müsste das bei Raketenbeschuss eigentlich sichtbar werden. Oh, auch so eine Energieumleitung hier. Also Hitzeenergieumleitung. Genau, die Hitzeenergie wurde... Oh wow, umgeleitet. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass unter uns noch irgendwo irgendwas passiert. Wow, what the fuck, Leute? Nein, wir kommen hier nicht raus. Oh, ich werde sterben. Wie geil ist das? Wie geil ist in dieser Moment schon wieder, Leute? Oh, nein, geh runter. Nein. Fetter Moment. Auf einmal bricht hier die Hölle los. Wir machen so eine Hitzeumleitung, die wir schon öfters gemacht haben, die eigentlich immer harmlos war. Und bei dieser Hitzeumleitung bricht hier echt die Hölle los. Oh. Und jedes Mal gibt es hier irgendein Feuer, in das ich reinrenne. Ich habe noch 69 Energie. Das wird übel ausgehen. Ey, jetzt bleib doch mal offen. Und ich sterbe, weil ich die Durchschusspunkte genau immer in dem Moment an- und aufschieße, wurde genau der andere da wieder zugelegt, weil ich nicht gerafft habe, dass es 2 sind. Okay, das kam jetzt auch ein bisschen überraschend, Leute. Dann machen wir es jetzt nochmal mit ein bisschen weniger Überraschung. Ich denke mal, dann werde ich hier auch durchkommen, wenn man so einmal weiß, was hier passiert und was das Spiel von einem verlangt. So, kein Schaden genommen bis jetzt. Das läuft auf jeden Fall wesentlich besser als beim letzten Mal. Okay, einmal kurz Schaden genommen. Ach ja, genau, das war die Stelle. Jetzt schießen wir direkt 2-mal und dann kommen wir auch hier durch. Oh, what the fuck. Scheiße. Okay, jetzt haben wir dieses Gebiet auch in ein heißes Gebiet verwandelt. Das war es vorher nicht gewesen. Och. Ja, mal ein bisschen Lebensenergie und Raketen wiederholen. Hallo, Tierchen? Ich wollte gerade sagen, kommt ihr nochmal? Oh, dann sind wir auch schon wieder voll. Diese Sperre wissen wir auch immer noch nicht, was das ist, ne? Ne.
irgendwelche Stellen, die hier irgendwie verdächtig aussehen? Nein. Ach, wir gehen erstmal hier rechts in die Kammer. Da scheint der Weg begrenzt zu sein. Ah, nein, wir gehen doch nicht hier rechts in die Kammer. Oh, und wir kriegen... Lass mich raten. Ne, die Morphballbombe, oder? Was ist es? Oder der Hitzesweet? Ne, ja, Sweet sieht nicht aus. Ich würde vermuten, es ist die Morphballbombe. Oder? Ist es noch Wasser? Ne, es ist der Hitzesweet. In Form eines Bällchens. Okay, jetzt leuchten wir wieder so orange. Das heißt, unser Anzug hat sich verändert. Jetzt können wir endlich durch Hitze. Varia Suit heißt das Ding, richtig. Mit Namen habe ich es nicht so, ne? Das wisst ihr ja. Varia Suit. Verringert den von Gegnern zugefügten Schaden, ach das auch noch, und schützt Samus vor extremer Hitze. Er schützt jedoch nicht vor Schaden durch extreme Kälte oder Lava. Zudem erhöht der Varia Suit den durch Sprintangriffe zugefügten Schaden ein wenig. Achso, der Sprintangriff... Ach, der ist gar nicht als Konter zu sehen, glaube ich, wie der im Stehen, sondern als Angriff, als Agro-Eröffnung quasi auf Gegner, die hier so rumstehen. Das hatte ich, glaube ich, noch gar nicht so verstanden. Aber ist, glaube ich, eh nicht so mein Move. Ich bleib lieber in der Entfernung und baller. Ja, jetzt können wir uns endlich in sowas frei bewegen. Achso, bei denen wollte ich jetzt auch mal ausprobieren. Zack. 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 So geht's auch, mein Freund. Ah, wir können auch einfach Raketen schießen. Haben wir genug von. Ah, okay, das da unten wird Lava sein, richtig? Ein bisschen Container plus, den holen wir uns jetzt trotzdem. Boah. Jetzt darf ich nur nie sterben. Wie komme ich jetzt möglichst geschickt an Energie? Füllst du einen auch wieder auf? War das nicht mal so, wenn man sich hier als Morphball reinlegt? Nein, in diesem Spiel leider nicht. Ich glaube, beim Banzai bei Metroid Zero Mission habe ich gesehen, dass man sich an diesen Dingern auch immer auffüllen konnte. Aber ihr werdet mir ja jetzt wohl hoffentlich ein bisschen was überlassen. Gut, dass ihr wieder da seid. Na gut, der war ein bisschen geiziger. So, jetzt sind wir wieder in diesem Raum, den wir vorhin fluchtartig verlassen mussten. Hier oben jetzt nochmal herzugehen, bringt uns gerade weniger, weil da kommen wir nicht weiter. Und schauen wir eh mal wieder zurück. Hier ist ja einiges zerstört worden. Ui. Hätte ich darüber gewollt? Glaub nicht. Aber immerhin ist hier jetzt kein Feuer mehr. Der Raum, der ist einfach zerstört. Und jetzt kommen wir hier auch nicht mehr zurück. Jetzt haben wir hier eine Sackgasse gebaut quasi. Unschön. Ja, die müsste ich mal kontern, dann bringen die ordentlich Leben und so. Boah, warum ist denn hier schon wieder Lava? Aber jetzt wird uns das auf Kataris auf jeden Fall ordentlich weiterbringen, der Varia Suit. Aber hier sind wir auch noch nicht gewesen. Ah, jetzt sind wir unterhalb des Dingens, was wir hier zum Einstürzen gebracht haben. Sieht so ein bisschen aus wie ein Fuß hier, oder? Und ich bin an der Ferse quasi. Und was da hoch geht, ist das Bein. Ach, und jetzt sind wir hier. Ja, ich denke, das ist die Message. Und jetzt beam dich mal wieder zurück, oder? Weil heiße Gebiete hatten wir hier nicht so viel. Ja, doch hier hinten. Hier hinten. Die Frage ist, komme ich da durch, ne? Lässt uns das Spiel da durch irgendwo? Oder ist hier irgendwas? Ist hier alles zu? Hier, also hier kommen wir eh nicht hin, weil hier Wasser ist. Und wir im Wasser noch so träge sind. Ich schätze mal, auch dafür bekommen wir irgendwann ein Upgrade. Also wir müssten hier unten her. Hier wäre auch noch was zum Öffnen. Frage ist, wollen wir das probieren? Ach nee, ach, wir sind schon wieder eingesperrt, weil hier jetzt auch Müll drin rumliegt. Oh Mann. Ja, Leute, dann denken wir gar nicht weiter drüber nach. Ich finde es so ein bisschen schade, muss ich sagen. Ich finde es echt schade. Allerdings hat mich das beim Übergang auf das dritte Gebiet, auf Darias oder wie das heißt, auch davor bewahrt, glaube ich, irgendwie stundenlang
orientierungslos durch die Gegend zu irren. Als wir da beim ersten Mal nicht weitergekommen sind. Aber ja, ich... Tja. Ist so ein zweischneidiges Schwert. Das nimmt einen so ein bisschen die Explorationsanreize. Mal gucken. Na, ich habe das Gefühl, da wir noch nicht mal zum Metroid, im X oder begegnet sind oder irgendein Story-Progress gemacht haben, dass wir vielleicht immer noch in so einer Art Intro und erweitertem Tutorial sind und dass sich das noch ändern wird. Tja, jetzt könnten wir hier überall und nirgends weitermachen, aber erstmal müssen wir hier runter. Und dann speichern wir auch mal richtig. Jetzt sieht sie eher so ein bisschen aus wie die klassische Samus Aran im Power Suite, ne? Wenn mit diesem Orange. Klar, diese weißen Komponenten, die gibt es im Power Suite nicht. Das ist halt dem Fusion-Anzug geschuldet. Aber das Orange macht es doch deutlich klassischer. Oh. Ja gut, dann nutzen wir mal die erste Tür, durch die wir durch können. Ich denke mal, so ungefähr ist es auch gedacht. Boah, steh auf. Steh auf! Oh, hello da unten. Tja, mit dem hier wird ja spaßig werden. Oh, es ging ja sogar noch. Auch die sollten jetzt deutlich einfach... Ah, nee, dann machen wir es halt so. Ach, haben wir ihn schon. Boah, ist schon geil, ey, wie wir uns jetzt hier durch die Feuerhöhlen kämpfen können. Sieht auf jeden Fall fett aus. Mann, ey, ich muss so lange auf die drauf schießen, bis sie selber einmal ballern können. Das nervt ja so ein bisschen. So, Spiel, wo willst du uns hinführen? Ach, so einer wieder. Ich könnte den auch kontern, ne? Aber da denke ich irgendwie nicht dran. Dafür haben wir den bisher auch zu selten gesehen, diesen Gegnertyp. Okay, Abkürzung freigeschaltet. Und irgendwo runtergefallen mit Zwischensequenz. Das lässt nichts Gutes ahnen. Zweiter Boss oder was? Oha! Das Vieh sieht gar nicht mal so klein aus. Oh, ist das nicht, wie heißt er nochmal? Crate? Crake? Das ist doch einer der Weltraumpiraten dann, oder? Sehe ich das komplett falsch? Ich denke, auch ihn müssen wir wieder ins Maul schießen. Und er ist gefesselt. Er macht gar nicht so geil, wenn das der ganze Fight ist. Das wäre eine geile Nummer. Oh Gott, okay, dieses Feuer, was da ab und zu mitfliegt, das nervt so ein bisschen. Ansonsten, wie heißt er denn mal? Crate, oder? Gegenüber den sonstigen Bossfights mit ihm, den ich auch gerade beim Banzai Chuck gesehen habe, wärst du echt eine Nachtnummer, Junge. Okay, jetzt befreit er sich doch. Shit. Kommt ja auch diese Plattformnummer, wenn ich schon diese drei Löcher da im Bauch sehe. Aber wir haben auch keinen Eisbeam. Ah, ich glaube, da sollen wir rein. Wäre es geil, wenn sie jetzt ihren Arm da reinpackt. Autsch. Oh, jetzt springt das Viech auch noch.
Treffen wir das Zeugs? Wow. Ja, ich glaube, jetzt wäre hier tatsächlich diese Nummer gekommen. Boah. Oh, what the fuck? Hätte ich da noch irgendwo höher gemusst? Danke, Spiel. Danke. Genau, der Charge-Beam ist auch gegen Bosse ein effektives Mittel. Gibt nicht auf, auch wenn du keine Missiles mehr hast. Witziger Feind. Nee, hat sie jetzt noch nicht in ihrem Logbuch verfasst. Klar, wir sind ja auch gestorben. Also, hier fangen wir wieder an. Ja, das ist fair. Ja, die Frage ist, ey, will ich hier wirklich meine Missiles schon so weit rausballern, ne? Aber, ich meine, irgendwie müssen wir ihn auch mal in die zweite Phase wieder kriegen. Man kriegt ja auch ordentlich Missiles, so ist nicht. Ja, okay, eigentlich kommt man überhaupt nicht von seinem Missile-Vorrat runter hier, weil der auch so viel Zeugs in der Gegend fliegt. Ja, die erste Phase geht echt schnell. Oh. Ihr seid so ein bisschen nervig, muss ich sagen. Okay, vielleicht mache ich auch euch auch einfach mit Raketen. Bisschen höher. Okay, man muss sie natürlich auch treffen. Ja, so läuft das eigentlich ganz gut. Autsch. Okay, so ist es eigentlich gedacht. Interesting. Warum war jetzt dieses Magnetding da und das war vorher nicht da? Und warum verliere ich in der zweiten Phase so viel Leben? Aber ich muss doch sagen, bei jedem Bossfight 2, 3, 4 Mal sterben, das hatte ich auch schon lange nicht mehr. Also zumindest nicht in klassischen großen Titeln. Klar, bei Dark Souls oder Sekiro oder Hollow Knight oder sowas, da sieht es anders aus. Oh, kann man diese Feuerscheiße hier aufhören mitzufliegen? Aber wie geil immer noch, dass er hier gefesselt ist. So, bis hierhin, ja, so weit, so gut. Vielleicht mache ich hier einfach mal so. Hab doch das Gefühl, dass das wahrscheinlich das probatere Mittel ist. Weiß nur nicht, wie schnell ihn das in seine weiteren Phasen zwingt. Da. Eigentlich genauso schnell, ne? Ich glaube, die Raketen kann ich mir hier sparen. Danke. Okay, da muss ich wahrscheinlich drauf achten. Optimalerweise müsste ich auch mal dieses Ding abschießen, was da angeflogen kommt. Boah, das macht alles ordentlich Schaden hier. Ah, okay, man sieht auch, wie die Viecher hier rauskommen. Es könnte mal ruhig Leben da drin sein und nicht nur Raketen. Danke. Ja, genau, so habe ich mir das schon eher vorgestellt. So, jetzt kommen wieder alle drei auf einmal. Zack, zack, zack. Kommt das Ding wieder runter. Boah, ich habe noch 8 Leben. Du könntest ruhig sterben, mein Freund. Oder mir ein bisschen Leben hinterlassen. Oh, ich hätte es kontern müssen. Und genau. Und ich habe natürlich kein Leben mehr in dem Moment, wo ein neuer Move kommt. Was sind das für garstige Bossfights in diesem Spiel? Was ist das überhaupt für so ein Mainstream-Titel für ein garstiger Schwierigkeitsgrad? Ohne Witz, oder meine nur ich das? Also wie gesagt, es gab keine Schwierigkeitsgradauswahl und ich finde es echt nicht mega easy, sage ich mal.
Aber das hier ist eigentlich ziemlich easy am Anfang, wenn man einmal weiß, wie man dem allen effizient ausweicht und so. Einfach mal einen Schritt zur Seite oder nach vorne machen. Ja, einen dürfen wir mal abkriegen. Das ist okay. Boah, das macht schon alles ordentlich Schaden hier, ja, was man so abkriegt. Ah, oh, ich wollte gerade sagen, diese Glibberkacke. Oh, das kam jetzt auch schneller als gedacht. Warum haut er denn jetzt so rein? So, so kommt man auch schon mal hier hin. Sehr schön. Boah, diesmal habe ich es probiert zu kontern, habe es aber nicht geschafft. So, wir ärgern ihn hier ein bisschen an seinem Bauchnabel. Boah, ich habe schon wieder keine Energie mehr und ich war zu langsam. So, wir müssen gucken, wenn er mal seine Krallen von oben schmeißt. Genau, die müssen wir kaputt machen. Von unten, die machen wir automatisch mit kaputt. So, jetzt wird das Leben schon wieder eng. Komm, ein bisschen Lebensenergie. Ja, ein bisschen Lebensenergie dabei, sehr nice. Oh Gott, einmal getroffen. Stirb doch mal, boah. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir ihn tatsächlich, aber passiert dir noch mehr. Wie sie die Bosse fertig macht, ey, das ist schon super geil inszeniert. Ausgewichen oder was? Tschüss, Krayt. Ich muss doch mal den Namen nachgucken. Krayt heißt er, sag ich doch. Krayt, ich war mir nicht mal ganz so sicher. Ich wusste, in die Richtung geht's. Ja, interessant. Das ist ein Weltraumpirat. Wie gesagt, die Weltraumpiraten sind auch hinter dem Metroid her. Die Weltraumpiraten machen halt, was Piraten so tun. Plündern Planeten, illegale Aktivitäten, Planeten erobern, um sich halt selbst zu versorgen auf illegale Art und Weise. Und die haben natürlich auch ein sehr großes Interesse an den Metroids als ultimative Waffe. Da bin ich mal gespannt, was unser guter Adam dazu zu sagen hat, dass wir hier auf einmal auf Piraten treffen. Wenn wir Adam mal wieder begegnen. Oh, da unten sehen wir schon wieder ein Goodie. Jetzt kriegen wir hier aber ein neues Goodie nach dem anderen. Wir holen es uns erstmal, bevor wir uns hier irgendwo vollsaugen. What is it? Ich weiß es nicht. Diffusion oder Diffusion. Ne, Diffusion Beam würde ich sagen. Sagt mir jetzt nichts. Verursacht bei Charge Beams eine Explosion, wenn der Schuss einschlägt. Halte zum Aufladen Y gedrückt und feuere dann, indem du den Knopf loslässt. Die Wucht der Explosion durchdringt jegliches Gelände. Boah, cool. Also, das ist ein Beam, der mir jetzt zumindest nicht mehr so bekannt ist. Aber wie gesagt, abgesehen vom Metroid 2 Remake sind die letzten Spiele aus der Reihe auch gute 15 Jahre mindestens her. Aber es kann auch sein, dass das ein neuer Beam in diesem Spiel ist. Muss ich mal nachlesen, ob es ihn schon mal gab. Oh, da unten ist auch was. Ich will da unten hin. What is it? Wir wissen es nicht. Wie kommen wir denn da hin? Aus der Bossfight-Kammer? Oder von noch weiter unten? Ja gut, man sieht hier Lavaseen, ne? Hier ist auch noch irgendwas hinter. Ja, aber ich denke mal, durch die Lavaseen kommt man hier eventuell noch mal irgendwann weiter, wenn wir mal noch einen hitzebeständigeren Suit haben. Wir gönnen uns noch mal ein bisschen Lebensenergie hier. Ja, fetter Bossfight, Leute. Ich mag das, ne? Wenn man bei Bossfights auch mal ein paar Mal stirbt, dass es sich wie ein Boss anfühlt und nicht nur wegen der Action, die da abgeht, einfach ein Boss ist. Und man den trotzdem
mit, weiß ich nicht, zuen Augen und Arm auf dem Rücken besiegen kann. Boss muss sich auch ein bisschen wie ein Boss anfühlen. Da gehört Sterben auch einfach mal mit dazu. Vor allen Dingen den Boss dann auch zu verstehen im Laufe der Zeit und so. Aber, Leute, ich hab mal einen Blick auf meine Stoppuhr geworfen. Es ist eigentlich schon wieder Zeit. Ich hoffe mal, dass wir beim nächsten Mal wieder Adam begegnen. Und ansonsten schauen wir mal, was diese Gebiete jetzt noch so für uns bereithalten. Aber das, wie gesagt, beim nächsten Mal. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.